Donnerwetter, wer hätte das gedacht? Kardinal Marx möchte das Ende des Zölibats für Priester. Der gerade noch in der Kritik stehende Erzbischof von München-Freising kann sich gut verheiratete Priester vorstellen. Er spricht ganz offen die Probleme der zölibatären Lebensform an. Und fast zeitgleich spricht der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, sich für das Amt der Diakonin in der Kirche aus. Priester, die heiraten dürfen, die gibt es bei ihm gleich im Doppelpack dazu. Und in Frankfurt, hier beim Synodalen Weg, da wurde in dieser Woche mit großer Mehrheit ein Papier verabschiedet, das allen Gläubigen mehr Macht geben will. Die bischöfliche Macht, die soll besser kontrolliert werden. Viele Dinge, die gestern in der katholischen Kirche kaum noch gedacht werden durften, die kommen plötzlich wie ganz selbstverständlich um die Ecke. Bei den diversen Reformvorschlägen, die plötzlich aus allen Diözesen gefunkt werden, da ist es wie bei den Corona-Regelungen. Man kommt kaum noch hinterher. Der immense Druck im kirchlichen Kessel, der ist noch einmal erhöht worden durch das Münchner Gutachten, die Viren um den Ex-Papst Josef Ratzinger und das Projekt Out in Church. All das hat die katholische Kirche in Bewegung gebracht. Und wenn manches auch noch unübersichtlich, unfertig und unkoordiniert wirkt, das Volk Gottes, das steht nicht. Es bewegt sich. Und auch die Hirten sind nicht gerade geschwind, aber sie bewegen sich doch. Ingo Brüggenjüng für domradio.de